Hallo, willkommen zu unserer Sendung Die Stunde der Wahrheit. Heute haben wir so eine Version auf Deutsch. Wir hatten die letzten Zeiten, wir machen noch weitere Videos auch auf Französisch. Und heute bin ich also wieder da mit in dieser Sendung auf Deutsch. Und ich möchte gerne, also ich möchte erstmal also die Geschwister hier in Deutschland sagen, wisst ihr, es gibt eine Zeit für alles. Also wir machen, ich hatte schon vor ein paar Wochen angekündigt, also dass die Vision sich also irgendwie erweitert. Wir haben vor, also der Herr legt uns also im Herzen, dass wir eine globale Vision haben, dass wir uns also nicht nur auf Deutschland fokalisieren, aber dass das Wort einfach überall geht. Das ist also ein Anfang. Wir machen weiter auch, also Lehre auf Deutsch, wir werden auch auf Französisch machen, und wenn der Herr uns noch Gnade gibt, also werden wir auch weitere auf Englisch machen, wie der Herr uns einfach führt. Und lasst euch also nicht, ich hoffe also einige fühlen sich nicht beleidigt, also weil Videos, eine Reihe von Videos auf Französisch gibt, aber es gibt eine Zeit für alles, liebe Geschwister. Wir wissen nicht also, was der Herr mit diesen Videos also vorhat. Er führt uns also in diese Richtung und folgen wir das einfach. Die Vision erweitert sich und der Herr macht einfach, was er will, und wir folgen einfach weiter. Halleluja. Also betet einfach für uns, betet also für diese Videos, die wir auf Französisch machen und die wir auch auf Englisch irgendwann mal machen werden. Also betet für das Werk Yehoshua Mashiach. Halleluja. Bevor ich also weiter also mit der Lehre also heute weitermache, möchte ich also erstmal kurz beten. Yehoshua Mashiach, danke für deine Liebe, danke für alles, was du tust, für deine Gnade, Herr. Und Herr, ich bete, dass alle, die dein Wort also heute hören werden, dass wir alle verändert werden in deinem Namen, Yehoshua Mashiach. Danke, Herr, schenk uns noch mehr Kraft, damit wir uns also vorbereiten können. Im Namen Yehoshua Mashiach. Amen. Also, unser heutiges also Thema ist die Entrückung. Halleluja. Ich hatte schon lange mal ein Video, also eine Lehre drüber zu machen. Es ist also in Vergessen gegangen, und einmal hatte mich also ein Bruder die Frage gestellt, also was ist das überhaupt? Und heute möchte ich gern mal mit Gottes Gnade darüber berichten. Halleluja. Also die Bibel, ich möchte gerne also mit einem Vers anfangen. Das ist in Johannes Kapitel 14. In Johannes Kapitel 14 ab Vers 1 lese ich mal. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott. Glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Halleluja. Also der Herr hat uns also hier ein Versprechen gegeben. Er hat uns versprochen, er hat seine Gemeinde hier versprochen, dass er wiederkommen wird. Und wenn er wiederkommt, dann wird er seine Gemeinde holen. Und er holt seine Gemeinde und er sagt, ich gehe erstmal euch also Städte, Wohnungen vorzubereiten. Ich mache das also erstmal bereit. Und wenn ich fertig bin,
komme ich und dann hole ich euch ab. Halleluja! Was für eine schöne Versprechung. Und er sagt nochmal, und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Halleluja! Das heißt, er ist gegangen, hat also Städte, Wohnungen, Plätze, also eine Stadt also für uns vorbereitet. Die Bibel nennt diese Stadt also das neue Jerusalem. Aber er ist gegangen, er hat alles vorbereitet. Und dann wird er kommen und die Gemeinde holen. Halleluja! Und die Bibel beschreibt, also es ist nicht das erste Mal, also dass der Herr Leute einfach so vom Himmel geholt hatte. Halleluja! Er hat diese Versprechung also an die Gemeinde gegeben. Das heißt, die Gemeinde hier, es geht um die Leute, die an Jehoshua Mashiach glauben, die nach seinem Wille leben. Sehen wir mal also ein paar Beispiele also von der Entrückung. Da, wo der Herr Leute abgeholt hatte. Diese Phänomen von der Entrückung, also wird so beschrieben da als, das ist also ein Phänomen, wo Gott einfach die Menschen lebendig von der Erde wegnimmt, also mit sich, also nimmt ihn direkt ins Himmel. Das ist die Entrückung. Die Bibel beschreibt uns, dass sowas schon mal passiert ist, also solche Ereignisse. Wir nehmen die Bibel also nehmen das Beispiel von Elia in zweite Könige. Ich nehme meine Bibel in zweite Könige. Das ist die Geschichte von dem Prophet Elia. Oh, was ist das noch? Zweite Könige, erste Könige hier. Und dann gehe ich mal also in zweite Könige. Zweite Könige, also ab, also in Kapitel 2, Vers 11. Ihr kennt die Geschichte, also der Prophet Elia wurde, er hatte in der Zeit, also in Israel gelebt, er war ein Prophet und hatte der König, also Achab, schon also verwarnt und er hatte sogar den Himmel geschlossen. Es gab also keinen Regen, also und dann hatte das also aufgemacht und hatte gegen die Propheten Baal gekämpft, also ihr kennt die Geschichte. Aber am Ende seines Lebens, ganz am Ende, passierte etwas also mit Elia. Im Vers 11, also Kapitel 2. Könige, Kapitel 2, und ab Vers 11. Und es geschah, während sie gingen und redeten, siehe da, ein feuriger Wagen und feurige Pferde, die sie beide voneinander trennten. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Also lebendig war er. Lebendig, er wurde also von einem Sturm direkt zack und zum Himmel gebracht. Halleluja. Das ist also, es ist schon mal passiert, also die Entrückung ist schon mal, also im Alten Bund haben wir das gesehen, also mit dem Prophet, also Elia. Und dann nehme ich nur so ein zweites Beispiel, noch weiter in der Vergangenheit. Das ist in 1. Mose, direkt in 1. Mose, Kapitel 5. Halleluja. 1. Mose, Kapitel 5. Da gibt es also die Geschichte also von einem Mann, Henoch,
der mit dem Herrn gewandelt ist. Also das ist das ab Vers, lesen wir 1. Mose Kapitel 5, Vers 24. Und Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Gott nahm ihn hinweg. Halleluja. Und wenn man das liest, dann denkt man, okay, ja, er ist gestorben. Das bedeutet also, dass der Herr ihn einfach so weggenommen hat, also durch den Tod. Aber in Hebräer Kapitel 5 haben wir genau die Erklärung, was also mit ihm passiert ist. Also mit diesem Prophet, also mit Henoch. In Hebräer Kapitel 5 steht da, ab Vers, Hebräer Kapitel 11, Entschuldigung, Hebräer Kapitel 11, Vers 5, steht hier geschrieben, durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Halleluja. Und hier sehen wir schon also ein paar Merkmale, die geben einfach, wieso und warum diese Leute entrückt wurden. Wir haben also in 1. Mose gesehen, also dass die Bibel sagt, also dass Henoch mit Gott gewandelt ist. Und hier steht auch noch, also dass Henoch den Herrn wohlgefallen hatte. Halleluja. Also, und Elia war ein Prophet, der Gott also gedient hatte. Und die wurden lebendig zum Himmel genommen, also entrückt. Halleluja. Also, die Entrückung, also haben wir schon also vorher in der Bibel, also im Alten Bund erlebt. Und diese Leute sind mit dem Herrn gewandelt. Und deswegen also sagte unser Herr Jehoshua Maschia, ich gehe und dann komme ich wieder. Und wenn ich wiederkomme, werde ich euch also nehmen und dann werdet ihr mit mir sein. Und das ist genau, also die Entrückung hier, es geht darum, dass die Menschen lebendig einfach genommen werden und ins Himmel gebracht. Und diese Leute, diese Menschen werden also mit dem Herrn für immer sein. Halleluja. Und es geht hier um seine Gemeinde. Ah. Lieber Geschwister, wir haben so oft gesagt, die Beziehung, die feste Beziehung, also diese Beziehung mit dem Herrn persönlich ist. Es ist so persönlich. Es ist so eine Intimität, diese Intimität also mit dem Herrn, weil er nur die Leute abholt, die so intim, diese Intimität mit ihm sind. Die Leute, die an ihm glauben, die Leute, die wandeln also mit ihm. Halleluja. Es geht nicht also um alle Menschen, aber nur die an sein Wort glauben, mit ihm wandeln und seine Wille tun. Seine Gemeinde. Halleluja. Ich rede nicht also von der Gemeinde, die von irgendwelche Pastoren gebaut werden, wo die Pastoren sagen, hey, das ist meine Gemeinde, du darfst nicht hier kommen. Oder die Gemeinde, da wo nur Weiße gehen dürfen oder Schwarze oder nur bestimmte Leute. Nein, nein, nein. Diese Gemeinde ist so versteckt. Diese Gemeinde ist in der Intimität, also mit dem Herrn. Diese Gemeinde, Jehoshua Mashiach, kennt jede einzelne von diesen Leuten. Halleluja. Das sind Leute, die ihren Herzen Jehoshua Mashiach gegeben haben. Und die für ihn leben. Die wandeln also mit ihm. Deswegen hat er gesagt, ich komme, ich bereite also einen Platz für sie,
also Städte, Wohnungen, und wenn ich wiederkomme, werde ich euch also abholen mit mir. Also dann werdet ihr also mit mir für immer in der Ewigkeit dort bleiben. Halleluja. Hey, wer möchte gerne also dabei sein? Ich möchte dabei sein. Ich will nicht also bleiben. Ich möchte dabei sein. Halleluja. Also hier sieht man, wenn der Herr sagt, also ich komme wieder. Wir haben Beispiele gesehen von Leuten, die mit dem Herrn gewandelt sind. Und die wurden entrückt. Und diese Ereignisse also wird sich noch wiederholen. Aber mit der Gemeinde Yehoshua Mashiach. Seine Gemeinde. Und diese Gemeinde hat nicht also einen Namen Presbyterios oder Baptisten oder irgendwelche Himmel, bla bla. Diese Denominationen, also alles, was wir also heute sehen, wo Pastoren, wo irgendwelche Leute also treten als Stars, wo die Gemeinde also voll mit Stars, wo die Leute singen also für sich, also nicht für den Herrn, nur für Geld und. Nein, es geht nicht um diese Gemeinde, die immer nach Geld fragt und. Gib das und gib das, gib das. Nein, es geht um die Gemeinde, die Leute, die ihr Herz ganzes Leben Yehoshua Mashiach gegeben haben. Diese Gemeinde wird Yehoshua Mashiach abholen. Halleluja. Ich komme wieder, hat er gesagt. Amen. Also das Phänomen der Entrückung. Paulus hat das also ein bisschen beschrieben. Also in 1. Thessalonicher können wir das mal also kurz lesen. Also in Kapitel 4, wie das also passieren wird. Kapitel 4, ab Vers 16 sagt er, denn der Herr selbst wird beim Befehl rufen, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Halleluja. Komplett verwandelt. Der Herr kommt und wir kommen und wir begegnen uns, also wir treffen uns also in der Luft. Und dann dann nimmt er uns, seine Gemeinde. Es geht nicht also um die Leute, irgendwelche Versammlungen, wo die Leute dort sind und dann, nein, einzelne Leute überall in der Welt, weil Yehoshua Mashiach seine Kinder, seine Leute überall in der Welt hat. Halleluja. Das sind Leute, die nach seinem Wort leben. Das sind Leute, die wandeln also mit ihm. Die schauen nicht also nach links oder nach rechts, nein. Das sind Leute, die schauen auf Yehoshua Mashiach. Nur auf Yehoshua Mashiach. Halleluja. Lieber Geschwister, in diese Zeit, wo der Herr kommt, bist du bereit? Bist du bereit für die Entrückung? Bist du bereit? Was tust du? Dein Leben ist so wichtig. Das ewige Leben mit Yehoshua Mashiach ist so schön und so wichtig. Warum suchst du nach Geld? Warum suchst du nach das und das und das? Ja, Geld ist gut. Ja, das ist wichtig. Aber das Wichtigste ist unsere Beziehung mit dem Herrn Yehoshua Mashiach. Weil er uns was versprochen hat. Ewiges Leben. Die Entrückung ist nah. Yehoshua Mashiach kommt, er nährt sich. Er kommt und holt seine Gemeinde. Bist du bereit? Sind wir alle bereit? Ah, lieber Geschwister, dieser Tag, es wird hart. Was tust du? Was tust du? Der Herr kommt und holt eine Gemeinde. Oh, in 2. Petrus, danke, Heiliger Geist, in 2. Petrus, also Kapitel 3, Vers 14 steht, Petrus sagt, deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch,
unbefleckt und tadellos von ihm im Frieden befunden zu werden. Halleluja! Wenn er kommt für seine Gemeinde, aber seine Gemeinde muss also tadellos und unbefleckt sein. Unbefleckt bedeutet ohne Sünde. Nicht, dass der Herr dich also in der Sünde findet. Du kannst nicht mal so die Leute vergeben. In diesem Moment, wo du nicht mal Vergebung ausüben kannst, steh dich vor der Herr, komm und hol, und will dich also holen. Und genau in diesem Moment bist du nicht bereit. Oh, lieber Geschwister, der Herr sagt also, macht euch bereit. Wir müssen täglich immer bereit sein, wachsam sein. Nicht mal die Sünde eine, wie sagt man, die Sünde eine Zeit geben, nein. Alles beiseite legen. Sich für die Entrückung bereit machen. Halleluja. Weil der Herr kommt. Yeshua Mashiach kommt. Er sagt so oft, ich komme wieder und werde euch also holen. Und dieser Tag wird so ein ganz normaler Tag sein. Halleluja. Oh, oh, das hat er sogar gesagt in Lukas 17. Halleluja, Yeshua Mashiach. In Lukas 17, also der Herr beschreibt ein bisschen, also wie dieser Tag sein wird. An dem Tag, er sagt also, dieser Tag, oh, ha, oh, 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 Yeshua Mashiach. Oh, Yeshua Mashiach. Halleluja. 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 Er sagt, Halleluja. Yeshua Mashiach sagt also in Lukas Kapitel 17, er sagt, er sprach aber zu den Jüngern, es werden Tage kommen, da ihr begehen werdet, einen Tag des Sohnes des Menschen, dieser Tag des Sohnes des Menschen, dieser Tag, Tag des Herrn, Tag, die letzten Tage. Wenn der Herr uns also Gnade gibt, werden wir eine Lehre über diese Tage machen. Halleluja. Aber hier gebe ich also mal Beispiel. Er sagt, diese Tage werden also wie die Tage von Noah. Halleluja. Werden also wie, und dieser Tag wird so schnell kommen. Er sagt also in Vers, lesen wir, ich lese mal Vers 23, und wann wird zu euch sagen, siehe dort oder siehe hier, geht nicht hin, folgt auch nicht. 24 steht, denn wie der Blitz, Blitzen leuchtet von einem Ende unter dem Himmel bis zum anderen, unter dem Himmel, so wird der Sohn des Menschen sein an seinem Tag, wo vorher aber muss er vieles leiden. Halleluja. Und Vers 26 steht, und wies es in den Tag, dieser Tag wird genauso wie die Tage Noah geschah, wie den Tag Noah geschah. So wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen. Sie aßen, sie tranken, sie heiraten, sie wurden verheiratet bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte. Ah, lieber Geschwister. Oh, 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 wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen. Es steht auch, ebenso auch, wie es geschah in den Tagen Lot. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, da Lot von Sodom hinschaut ging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Ebenso wird es an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Halleluja. Diese Tage, oh, Yeshua Mashiach, wir werden also eine Lehre über diese Tage machen. Halleluja. Weil hier der Herr sagt, es wird also wie ein Blitz kommen. Und er gibt das Beispiel also von Noah und von Lot, an dem Noah hatte so gepredigt. Komm in die Arche, komm, jetzt wird regnen, jetzt wird regnen. Die Leute haben nicht geglaubt. Die Leute hatten überhaupt nicht geglaubt. Es ist genauso wie heute. Wir sagen, die Entrückung kommt. Aber die Leute glauben nicht. Die glauben nicht. Die Entrückung kommt. Die Gemeinde wird abgeholt. Bist du bereit? Mach dich bereit. Machen wir uns also alle bereit, indem wir uns also mit dem Herrn Yeshua Mashiach wieder versöhnen. Dass wir sein Wort noch ernsthaft nehmen. Noch mehr ernst nehmen. Halleluja. Und dass wir
für ihn leben. Und schau mal, diese Zeit von Covid-19, wo die Krise schlägt, jetzt ist die, es ist die Zeit, sich noch mehr vorzubereiten, weil diese Covid-19 zeigt uns, was das Wichtigste ist. Was ist das Wichtigste? Essen? Essen und sich bekleiden, das ist genau, was der Herr sagt. Schaut ihr nicht, wie nur die Märkte waren also offen. Weil sogar die ganze Welt hatte festgestellt, das Wichtigste für uns momentan ist Essen. Weil das Essen gibt uns also Leben. Aber der Herr Joshua Maschia sagt, der Mensch soll sich nicht nur von Brot nähren, aber von Wort des Herrn, was vom Himmel kommt. Halleluja! Das Wichtigste ist dein Leben. Dein Leben soll weiter bis in die Ewigkeit gehen. Dein Leben hört nicht jetzt auf. Dein Leben geht weiter. Und wichtig ist also, dass dein Leben weiter mit dem Herrn geht. Dass du mit ihm lebst. Bis in die Ewigkeit. Halleluja! Und in Vers 34 sagt also der Herr, 34, ich sage euch, in jene Nacht werden zwei auf einem Bett sein. Eine wird genommen und der andere gelassen werden. Zwei werden zusammen mahlen. Die eine wird genommen und die andere gelassen werden. Oh, lieber Geschwister, oh, wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen. Sogar du denkst die ganze Zeit, ja, meine Frau, oh, meine Kinder, oh, aber du sollst dich erstmal selber vorbereiten. Bist du bereit? Bist du bereit? Der Herr sagt hier, an dem Tag sogar zwei auf ein Bett, eine wird genommen, der andere nicht. Es kann auch passieren, dass beide bleiben. Und es kann auch passieren, also das ist das Schönste, dass beide genommen werden. Halleluja. Und das ist genau, was die Bibel uns hier sagt, also über die Entrückung. Ja, man kann schön also ja predigen über die Entrückung. Die Entrückung wird so und so und so passieren, aber unser Message, unser Nachricht, also was die Entrückung angeht, es geht darum, dass die Gemeinde, dass die Menschen sich mit dem Herrn Feuer versöhnen und weiter mit ihm wandeln. Und so haben wir wirklich also diese Gnade, entrückt zu werden. Halleluja. Paulus hat auch noch ein anderes Beispiel also von der Entrückung, also in 1. Korinther. Ich lese das mal, also in 1. Korinther Kapitel 15 spricht er auch also von der Entrückung hier. Halleluja. 1. Korinther, Kapitel 15, lesen wir ab Vers 51. Halleluja. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden in einem Nu, Augenblick, zack, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es, und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein, und wir werden verwandelt. Halleluja! Halleluja! Und seht ihr, der Herr spricht hier durch Paulus und gibt uns also die Beschreibung, also was da passieren wird. Willst du entrückt werden? Also ich möchte entrückt werden. Halleluja. Und das ist also der Anfang. Ich wollte also euch heute über die Entrückung sagen. Also eine kurze Lehre über die Entrückung. Die Entrückung kommt. Der Herr kommt. Er will seine Gemeinde holen. Und diese Gemeinde und die Bibel sagt uns also, wir sollen uns vorbereiten. Vorbereiten, genauso wie in Matthäus 25, also die fünf Törige und die Weisen, Jungfrauen. Einige, die Jungfrauen hatten das Öl genommen, die hatten sich vorbereitet.
Obwohl sie alle angeschlafen sind, aber als diese Posaune klang, sind sie alle aufgestanden und jeder hat angefangen, also seine Lampe vorzubereiten. Das ist genau, was der Herr uns also jetzt sagt. Wir sollen uns vorbereiten. Halleluja. Wir sollen uns also alle vorbereiten. Der Herr kommt wieder. Die Entrückung ist nah. Alle Zeichen sind da. Alle Zeichen sind da. Mit dem Herr Gnade, wenn wir ein paar Lehre darüber machen. Halleluja. Ich segne euch im Namen Yeshua Mashiach. Danke für diese Zeit. Und wichtig ist, dass wir alle zurück zum Wort gehen. Und zurück zum Wort heißt einfach zurück zu Yeshua Mashiach. Dass wir uns noch mit dem Herrn versöhnen. Nicht mit irgendwelcher Gemeinde, nicht mit irgendwelcher Denomination, mit dem Herrn allein. Ich sage nicht, also, dass die Versammlung also schlecht ist. Ich sage nicht, also, dass also sich zu versammeln oder mit Brüdern und Geschwistern schlecht ist. Nein. Aber die Versammlung mit dem Herrn Yeshua Mashiach ist wichtiger. Die Versammlung mit Yeshua, das ist das Wichtigste. Der Herr Yeshua Mashiach segne uns alle. Und ich bete, dass wir uns vorbereiten. Amen. Also, und ich lade euch auch ein, also zu unserer Zeit im Gebet. Jeden Tag beten wir von 17 Uhr bis 17.30 Uhr für die Gemeinde, für alle, für die Menschen, für die, die noch nicht also berührt wurden, also vom Herrn. Wir beten einfach, dass der Herr, dass die Wille unser Herr Yeshua Mashiach kommt, dass die Menschen auch von seiner Liebe berührt werden. Mein Gebet ist also, dass diese Videos auch weitergeht, dass die Leute davon erfahren. Halleluja! Ich danke Yeshua Mashiach für diese Gelegenheit. Im Namen des Herrn, ich segne euch alle. Machen wir uns alle bereit. Tun wir alles, tadellos und unbefleckt zu bleiben. Wenn jemand also in der Sünde gefallen ist, der soll einfach Buße tun, schnell zurück zum Herrn kommen. Wenn wir Fehler machen, der Herr ist da und er ist bereit, uns zu vergeben. Also machen wir uns also alle bereit, weil Yeshua Mashiach wiederkommt und holt seine Gemeinde. Im Namen Yeshua Mashiach. Amen.